Wenn ihr wissen wollt, wie ihr in Roblox selbst so eine Sprungfeder hier machen könnt oder so eine Sprungfeder hier machen könnt, dann bleibt dran, denn ich werde es euch jetzt zeigen. Zuerst veröffentliche ich das Spiel und gehe hier auf den Asset Manager, mache einen Rechtsklick auf Meshes, Add Meshes und wähle meine Spring.fpx aus, die ich im Blender-Tutorial letzte Woche erstellt habe. Schaut euch gerne das Blender-Tutorial an, falls ihr noch nicht wisst, wie man eine Sprungfeder erstellt. Ich drücke einfach auf Apply All. Spring wurde hochgeladen. Jetzt ist sie hier. Ich mache einen Doppelklick auf die Feder und sie wird importiert und ist ziemlich groß. Ist ja auch egal. Wir machen den Spawn weg, ich mache die Feder ein bisschen kleiner und zeige euch als allererstes, wie man hieraus ein Tool erstellt. Dafür klicke ich hier beim Workspace auf das Plus, wähle dann Tool aus, nenne das Tool dann Sprungfeder und packe da mein Mesh rein. Das Mesh muss ich umbenennen, das ist wichtig, dass ihr es umbenennt, in Handle mit einem großen H. Und wenn wir jetzt auf Play drücken, um zu testen, haben wir hier die Sprungfeder. Wenn man sie berührt, hebt man sie auf, aber sie macht noch nichts. Damit sie was macht, fügen wir hier einfach zum Tool ein Script hinzu. So, den Script benenne ich auch um in Sprungfeder-Script. Löscht das Hello World. Jetzt müssen wir erstmal Services getten. Dafür schreibe ich... Komm, ich mache das Bild ein bisschen größer. So, dafür schreibe ich erstmal local players gleich game.players. Local Tool, das ist unsere Sprungfeder, ist gleich script.parent. Local Tool Strength nenne ich das mal, damit wir später für andere Tools auch verwenden können. Ist gleich 2,5. Das könnt ihr ändern, wie ihr wollt. Das ist dann die Sprungkraft, die ihr dazu bekommt. Und jetzt braucht man noch ein paar Variablen für später. Und da schreibe ich dann einfach nur local character, Spieler, hum, prime, equipped. Das sind alles Variablen, mit denen ich später arbeite. Da lege ich noch keinen Wert fest. Und wir brauchen noch einen Cache. Der Cache ist gleich ein Table. So, Variablen festgelegt. Jetzt könnten wir zum Beispiel noch ein Table erstellen für die Sounds. Werde ich in dem Video nicht machen, aber ich werde den Code schreiben, damit ihr wisst, wie es sein könnte. Jetzt schreibe ich eine Funktion, um zu checken, ob der Spieler überhaupt lebt. Den nenne ich einfach mal am Leben und schreibe return Spieler and character and hum and hum.health ist größer als 0 and prime wäre auch gut zu wissen. Die Funktion checkt einfach, existiert der Spieler, existiert der Charakter, existiert Humanoid Root Part und existiert ein Prime Part. Wenn alles existiert, ist Health vom Humanoid Root Part größer als 0. Wenn ja, dann returnt er true. Wenn nein, dann returnt er false. Als nächstes eine Funktion, die nenne ich onEquipped. Die wird immer ausgeführt, wenn das Tool ausgerüstet wird. Als allererstes getten wir den Charakter, ist gleich tool.parent. Spieler ist gleich players, Doppelpunkt, get player from character. Dann packen wir den Character rein. Und ihr seht übrigens, vorhin wurden diese Sachen hier alle noch rot unterstrichen. Spieler und Character nicht mehr, weil wir sie jetzt assigned haben. Also macht euch da keinen Kopf. Hier können wir zur Sicherheit noch einen Check reinmachen. If not character, then return end. Aber wäre sehr unlikely, wenn dass der Character dort nicht mehr existiert. Gleich Character, Doppelpunkt, find first child, which is a, in Anführungsstrichen, Humanoid. Und Prime ist gleich if character.primaryPart, then character.primaryPart, else character Doppelpunkt find first child in Anführungsstrichen Torso or character Doppelpunkt find first child in Anführungsstrichen Humanoid Root Part. So, wir checken, hat der Charakter von dem Spieler einen Primary Part, dann ist es der Primary Part. Wenn nicht, dann guck, ob er einen Part drin hat, der Torso heißt. Wenn nicht, dann guck, ob er einen Part drin hat, der Humanoid Root Part heißt. Damit haben wir alle Fälle abgeklärt. Aber falls trotzdem kein Primary Part existieren sollte, sage ich einfach mal, if not prime, then return end. Dann den nächsten Check, if not am Leben, then return end. Und if equipped gleich true, then return end. Weil wir wollen ja nicht, dass diese Funktion hier doppelt ausgeführt wird. Als nächstes sagen wir equipped ist gleich true. Jetzt mache ich mal einen Abstand. Und dann sagen wir if sounds.equipped, then sounds.equipped, Doppelpunkt, play. Also wenn ihr Sounds zu eurem Tool hinzufügen wollt, dann packt ihr in das Tool irgendwelche Sounds rein. Ihr könnt hier einfach Plus machen, dann Sound hinzufügen, hier dann die Sound-ID reinpacken und dann hier in den Sounds-Table einfach sagen sounds.equipped gleich tool.sound. Und dann wird der Sound auch abgespielt, wenn das Tool equipped wird. Dasselbe könnt ihr für unequipped, activated, deactivated machen. Ich füge keine Sounds hinzu, weil ich zu faul bin. Jetzt geht's los mit dem Spaß. Wir sagen cache in eckigen Klammern Spieler ist gleich hum.jumppower. Dann sagen wir hum.useJumppower ist gleich true, weil manchmal ist das nicht auf true. Und dann sagen wir hum.jumppower mal ist gleich trueStrength. Damit diese Funktion dann auch ausgeführt wird, müssen wir einfach nur ganz unten bei unserem Script hinschreiben tool.equipped Doppelpunkt connect und dann schreiben wir einfach onEquipped. Jetzt wird die Funktion auch ausgeführt. Ich gehe jetzt mal hier rein, pack die Sprungfeder einfach mal dorthin.
damit die nicht so sehr stört, wenn ich spawne. Ich spawne in das Spiel rein. Ich sehe, das ist meine Jump Power jetzt. Ich rüste die Dings aus und das ist jetzt meine Jump Power. Jump Power mal 2,5. Aber wenn ich sie wegnehme, habe ich immer noch die Jump Power. Also kommt jetzt die nächste Funktion. Und zwar, ich kopiere einfach diesen ganzen Spaß hier. So, hier ein paar Zeilen nach unten. Und statt on equipped schreibe ich on unequipped. So, den ganzen Spaß hier nehme ich aus der Funktion raus. Schreibe hier unten jetzt tool.equipped. Das kopiere ich wieder. Und schreibe dann tool unequipped. Doppelpunkt connect on unequipped. So, und jetzt müssen wir noch die Funktion ausführen. Als allererstes sagen wir, if equipped ist gleich false, then return end, weil wir wollen hier ja nichts doppelt ausführen. Dann sagen wir, equipped ist gleich false, nehme ich ein bisschen Abstand. Diese ganze Sounds-Sache von hier oben kann ich kopieren und hier dann wieder reinpasten und dann sagen wir sounds.unequipped. Wie gesagt, wenn ihr auch keine Sounds verwendet, müsst ihr das hier nicht reinkopieren. Ich mache es einfach nur, damit ihr, falls ihr Sounds benutzt, wisst, wie es geht. Und jetzt arbeiten wir mit dem Cache. If not cache in eckigen Klammern, Spieler, then, humanoid.jumppower, geteilt durch gleich, tool strength. In der nächsten Zeile schreiben wir return, das ist wichtig, dass da return steht. Humanoid.jumppower ist gleich, cache, in eckigen Klammern, Spieler. Warum arbeiten wir nicht die ganze Zeit mit geteilt durch tool strength? Das ist eine gute Frage. Ihr könnt die ganze Zeit mit geteilt durch tool strength arbeiten. Ich zeige euch hier nur die zwei Möglichkeiten. Einmal mit einem cache, mit einer festen Jumppower, die ihr vorher hatte. Und einmal mit einer relativen Jumppower, die ihr vorher haben sollte. Je nachdem, ob euer Spiel auf andere Arten und Weisen noch die Jumppower beeinträchtigt, müsst ihr abwägen, welche Entscheidung die bessere ist. Ich glaube, in den meisten Fällen ist das hier tatsächlich der bessere Weg und ihr braucht gar nicht mit dem Cache arbeiten. So, wenn ich jetzt auf Play drücke, kann ich hier reingehen, kann das Tool aufsammeln, hab das Tool, ich kann jetzt hochspringen, ich rüste das Tool ab, kann wieder normal springen, ich rüste das Tool aus und ich springe wieder hoch. Alles wunderbar. Wenn ihr dann auch wissen wollt, wie man andere Tools macht, es gibt noch die Funktion Tool.activated. Die ist dafür da, wenn jemand das Tool in der Hand hat und klickt. Und es gibt auch noch Tool.deactivated. Das ist dafür da, wenn man aufhört zu klicken. Und dafür könnt ihr genauso auch Funktionen machen und genauso auch Sounds machen und was auch immer, brauchen wir hier nicht. Die Sprungfeder ist fertig. So, nun wollen wir vielleicht nicht so eine Sprungfeder als Tool haben, sondern vielleicht war auch damit gemeint, dass ihr ein Trampolin haben wollt. Dafür nehme ich einfach mal das Tool hier wieder raus, an den Workspace. Drück STRG, um es in ein Model zu verwandeln. Das Model nenne ich dann Trampolin. Ich mache das Ding hier größer, quetsche es ein bisschen zusammen. So, jetzt haben wir eine gute Basis für ein Trampolin. Das hier nehme ich jetzt übrigens und anchor es, damit es sich nicht mehr wegbewegt. Und ich füge einen weiteren Part zum Spiel hinzu. Mache das Ding hier dann ein bisschen größer. So, mache ein bisschen flacher. Und natürlich kann ich dem Ding dann auch eine Farbe geben. So ein Blau hier und für das Ding dann einfach so ein Rot. Beide Parts müssen geankert sein. Beide Parts müssen sich in dem Model Trampolin befinden. Das eine nenne ich Spring. Das obere nenne ich Trampolin. Und dann füge ich dazu ein Script hinzu. Und nenne das Script Trampolin Script. Hello World wird wieder gelöscht. Und wir müssen jetzt wieder die Umgebung getten. Als allererstes schreibe ich Local Spring ist gleich Script.parent.spring. Und local Trampolin ist gleich script.parent.trampolin. Als nächstes brauchen wir den Train Service. Den nenne ich local Train ist gleich game.getService in Anführungsstrichen Train Service. Und ich lege hier jetzt schon mal alle Train Informationen fest. Zum Beispiel local Train Info ist gleich traininfo.new in Klammern. Ich schreibe als Platzhalter meine 1, enum.easingstyle.back. Oder wollen wir bounce nehmen? Wir nehmen einfach mal bounce. Komm, dann enum.easingdirection.inout, 0, true. So, hier, wo wir die 1 hingepackt haben, hauen wir eine weitere Variable rein. Die packe ich mal hier einen nach oben. Local Train Time ist gleich, ich würde sagen, 0,2 sollte ausreichen. Und dann packen wir Train Time hier hin, wo die 1 war. Weil die Variable werden wir ein paar Mal öfter brauchen. Das ist dann die Zeit, in der sich das Trampolin bewegt. Jetzt brauchen wir noch weitere Variablen. Und zwar einmal Spring Goal ist gleich ein Table. Und Spring Goal.size ist gleich Spring.size minus. Und jetzt würde ich noch eine zweite Variable hier wieder festlegen. Die nenne ich einfach mal Local Squish Faktor. Das ist dann der Faktor, wie weit die Feder zusammengepresst wird, wenn man darauf rumspringt. Und den packe ich einfach mal auf 1,5 Stats. Minus Vector3.new 0, Squish Factor, 0. Dann kopiere ich das Ganze, schreibe jetzt hier aber Spring.position ist gleich Spring.position minus exakt das gleiche. Vector3.new 0, Squish Factor, 0. Dann brauchen wir noch ein weiteres Goal, das nennen wir Local Trampolin Goal. Ist auch wieder ein Table. Und da können wir an sich
das Spring Goal hier komplett kopieren. Nur, dass wir gleich das Wort Spring durch Trampolin austauschen. Also machen wir aus Spring Goal Trampolin Goal und aus Spring.Position Trampolin.Position. Jetzt, wo wir die Goals haben, müssen wir nur noch die Trains erstellen. Dafür sage ich jetzt Local Spring Train ist gleich Train Doppelpunkt Create. Und dann sagen wir Spring, Train Info, Spring Goal. Kopieren uns diese Zeile hier. Dann tauschen das Wort Spring mal wieder durch Trampolin aus. Das heißt, aus Spring Train wird dann Trampolin Train. Aus Spring wird Trampolin. Und aus Spring Goal wird Trampolin Goal. Und wir haben unseren Train erstellt. Wofür wir das brauchen, werdet ihr später noch sehen. Wir haben jetzt auf jeden Fall sehr viel vorbereitet. Jetzt machen wir weiter mit Variablen. Wir brauchen auf jeden Fall, hier oben haben wir ja feste Variablen gemacht. Also mache ich hier einfach mal einen Abstand und sage, hier dann Local Jump Boost ist gleich, sage ich einfach mal 2. Ihr könnt das höher stellen, wie ihr wollt. Und ich arbeite natürlich wieder mit einem Cache, den lege ich einfach mal hier unten fest. Local Cache ist gleich ein Table. So, hier seht ihr alle Variablen. Und für die, die diese Zeile hier aus welchem Grund auch immer noch nicht sehen konnten, so sieht es hier hinten aus. Train.new, Traintime, Enum, EasingStyle, Bounce, bla 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 bla. So, genug Zeit, um abzuschreiben. Wir gehen jetzt runter zu den ersten Funktionen. Local Function, die nenne ich Squish. Und diese Funktion kriegt einen eigenen Debounce. Also schreibe ich hier einfach Local Squish Debounce ist gleich False. Und wir schreiben als allererstes in die Funktion rein, if Squish Debounce ist gleich True, then return. And als nächstes sagen wir Squish Debounce ist gleich True. Und schreiben dann coroutine.wrap Function, Klammer auf, Klammer zu, Enter. Wichtig, hier hinter diesem End, Klammer zu, muss nochmal Klammer auf, Klammer zu, sonst wird es nicht ausgeführt. Sehr wichtig. Dann schreibe ich hier rein task.wait train time mal 2. Und dann sagen wir Squish Debounce ist gleich False. Falls ihr euch fragt, warum ich immer mit coroutine.wrap arbeite und nicht mit Delay, ich habe das Gefühl, die Delay-Funktion ist nicht so zuverlässig. Kann nur an mir liegen, ich habe mich nicht so genau damit beschäftigt, aber ich habe sie mal verwendet, da kamen irgendwie Errors, dann hatte ich keine Lust mehr und benutze immer coroutine.wrap. So, nun fangen wir mit der Squish-Funktion endlich mal an. Die ist ganz einfach. Wir haben nämlich schon alles Wichtige vorbereitet und schreiben jetzt einfach nur Springtrain Doppelpunkt Play und Trampolintrain Doppelpunkt Play. Damit ihr mal sehen könnt, was die Funktion macht, schreibe ich hier jetzt erstmal ein Wait 4 rein und dann schreibe ich einfach mal Squish. Damit wir es öfter sehen, sage ich einfach mal wieder Wait 1 Squish und kopiere das ein paar Mal. Und ihr könnt euch die Funktion jetzt nochmal angucken. So, das haben wir jetzt erstellt. Eine Feder, die diesen macht. Ist nicht ganz so präzise, aber ihr könnt es ja noch feintunen. Jetzt wollen wir natürlich, dass das Ganze uns auch noch hochschleudert. Dafür machen wir die nächste Funktion. Da schreibe ich jetzt Local Function Bounce. Und dann nehmen wir einen Humanoid rein. Den Humanoid werden wir später getten. Wir können uns eigentlich diesen gesamten Aufbau von dieser Funktion hier kopieren. Ich weiß, es macht Sinn, wenn man Sachen mehrfach schreibt, dass man dazu eine extra Funktion macht. Aber wir machen es jetzt so 2 Mal, also passt das schon. Wir schreiben jetzt Local Bounce Debounce ist gleich False und ändern dieses ganze Squish Debounce zu Bounce Debounce. Als nächstes sagen wir if not Humanoid, then return end, weil dann brauchen wir es gar nicht erst versuchen. Aber wenn wir den Humanoid haben, dann können wir direkt anfangen und sagen Cache in Klammern Humanoid ist gleich Humanoid.JumpPower. Hier schreiben wir dann auch wieder Humanoid.UseJumpPower ist gleich True. Humanoid.JumpPower mal ist gleich JumpBoost. Und dann sagen wir Humanoid.Jump ist gleich True. Und das sorgt jetzt dafür, dass unsere Jump Power hochgestellt wird und wir springen. Als nächstes müssen wir noch einen Delay reinpacken. Und da können wir das gerne mal mit Delay machen. Ich schreibe jetzt Delay, Train Time, Komma, Function, Anführungsstrichen. Und dann schreibe ich hier einfach rein, if not Humanoid, weil er vielleicht gestorben ist oder was auch immer, then return end. If not Cache, in eckigen Klammern, Humanoid, then Humanoid.JumpPower, geteilt durch ist gleich JumpBoost und danach wieder return. Und darunter dann Humanoid.JumpPower ist gleich Cache, in eckigen Klammern, Humanoid. Und als nächstes leeren wir einfach mal den Cache, weil zu viel Cache bringt das Spiel irgendwann auch zum Schwitzen. Also schreiben wir hier Cache, in eckigen Klammern, Humanoid ist gleich Nil. Wie gesagt, ihr müsst wieder abwägen, welcher Weg ist für euch der beste. Der relative Weg oder der absolute Weg hängt immer davon ab, in was für ein Spiel ihr das Ganze einbaut. Als letztes müssen wir nur noch dafür sorgen, dass die Funktionen, die wir jetzt alle geschrieben haben, auch verwendet werden. Dafür gehe ich wieder ein paar Zeilen nach unten und schreibe jetzt Trampolin.touched Doppelpunkt Connect Function. Und jetzt sagen wir einfach Local Humanoid. Hier getten wir uns den Humanoid jetzt. Ist gleich. Augenblick, wir müssen in die Function natürlich noch eine Variable reinschreiben. Man sagt dazu gerne Hit. Ihr könnt die Variable nennen, wie ihr wollt. Keine Ahnung, Roblox hat sich irgendwann dazu entschieden, die Hit zu nennen. Deswegen nenne ich die auch Hit. Also, Humanoid ist gleich Hit.Parent, Doppelpunkt, Find First Child, which is a Humanoid. Und jetzt sagen wir If Humanoid, then Squish. Und danach schreiben wir Coroutine.Wrap in Klammern, Function, Klammer auf, Klammer zu, Enter, Task.Wait, Train Time. Und dann sagen wir einfach Bounce
Humanoid. Wichtig, dass ihr hier am Ende von coroutine.rap auch noch Klammer auf Klammer zu hinschreibt, weil sonst wird das Ganze nicht ausgeführt. Falls ihr das hier vergessen habt, guckt auch nochmal nach, ob ihr es nicht vielleicht auch hier oben vergessen habt. Hier ist es wichtig, Klammer auf Klammer zu, nochmal hinter dem End, Klammer zu. Jetzt drücke ich einfach mal auf Play. Oh, es ging schon direkt los, ich bin drauf gelandet. Aber ihr seht, ich springe auf das Ding rauf und bam, ich werde hochgeschleudert und bam, es gibt eine kleine Animation und ich werde hochgeschleudert. Wunderbar, wir haben unser Trampolin erschaffen. Es gibt etliche Möglichkeiten, das Trampolin dann noch zu verbessern, aber das bleibt euch offen. Wir haben auf jeden Fall jetzt ein schönes Trampolin hier und wir haben eine Sprungfeder, mit der ihr so auch höher springen könnt. Wenn ich die jetzt nehme und hier rauf springe, dann wird das Ganze natürlich addiert. Wenn ich die rausnehme, habe ich wieder ganz normale Jump Power. Wunderbar. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und ciao!